Und willkommen zurück zu Arc Extinction. Das war aber gerade ein komisches Hallo, oder? Ich habe uns jetzt nicht ein, sondern zwei Agitarisse gezähmt. Und die haben auch ein relativ gutes Level, besonders der hier. Das, ich glaube, ich bin mein erster Dino, den ich auf so ein hohes Level gezähmt habe. Respekt. Und ja, ich habe natürlich schon mal einen Sattel für einen hergestellt. Ich kann euch gleich zeigen, was wir dafür brauchen. Und ich habe schon mal das fürs Gewächshaus hergestellt. Zement habe ich zum Glück in diesen Biberstämmen hinten gefunden. Das war jetzt kein Problem. Ich zeige euch auch mal kurz, was wir für den Sattel brauchten. Also den tut man ganz normal im Inventar bei euch herstellen. Und dafür braucht ihr halt dieses Keratin. Fasern und Leder. Das obere, das war ein bisschen schwierig, weil, ich weiß nicht. Ich habe immer noch Schwierigkeiten, sowas zu finden. Die kriegt ihr bei diesen großen Schildkröten oder bei diesen fliegenden Ameisen. Man kriegt die auch aus anderen Dinos oder halt so. Aber immer schön sammeln. Besonders bei dem Agitaris-Sattel. Ich finde, das ist so ein Sattel, den man nicht so leicht herstellen kann, weil man das irgendwie immer nicht findet. Ja. Auf jeden Fall, achso, und wenn ihr den Sattel ausgerüstet habt, werdet ihr so gesehen eine Werkbank drin haben, was sehr praktisch ist, wenn ihr unterwegs gerade was reparieren müsst oder so, zum Beispiel das Schwert. Tut ihr das da rein. Und hätte ich jetzt noch Leder und Holz hier drin, hätten wir es reparieren können. Ja, sehr praktisch, sehr praktisch. Und wie gesagt, mit ihm könnt ihr super Dinos herumfliegen und so, und also ist eigentlich ein Bus, den braucht man. So, ich weiß nicht, ob ich genug Wände hergestellt habe, aber ich habe gedacht, das ist doch bestimmt eine coole Idee, wenn wir das hier aus Glas Wänden machen. Das tun wir nach oben. Also es geht halt jetzt, also bei mir geht das halt jetzt, ne? Also eigentlich hat man das mit dem Metall später erst. Das aber bei mir, weil wir haben Kristall so gesehen direkt vor der Tür. Das ist ein sehr guter Vorteil, muss ich sagen. So. Oh, ich habe genau richtig ausgerechnet. Ja, und da setzen wir jetzt die große Tür hin. Ihr seht. Und diese Doppeltür. Ich finde die Doppeltüren irgendwie voll cool. So. Dann haben wir das schon mal hingebaut, weil, warte mal, ich mach das auf. Oh, geh da hinten auf. Dann haben wir hier vorne so aus Glas. Ist doch cool. Und dann hinten da, ich habe unten noch eine Wand. Habe ich die mittlerweile hier oben hingetan? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, achso, und unser, der Dino ist gestorben auf dem Weg, wo ich den Para gezähmt habe. Da habe ich mir einfach einen neuen gezähmt. Über den Para gezähmt habe. Was erzähle ich denn für einen Scheiß? Wo ich den Agitaris gezähmt habe. Oh, da bin ich noch ein Level. Und da habe ich den gesehen. Also ich bin eine Zeit lang mit ihm rumgeflogen. Er hatte nicht so ein hohes Level, was er jetzt hat. Ich glaube Level 60? 160? Glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, ja, habe ich mir einen neuen gezähmt schnell. Weil ich dachte, wir müssen ja, ich will jeden Dino haben. Deswegen müssen wir den auf jeden Fall auch mal einen haben. Und ich habe zwei Agitarisse direkt gefunden. Einmal Weibchen und Männchen. Dass wir die später auch mal züchten können. Habe ich gedacht, das ist doch jetzt eine super Idee. Und beide so ein gutes Level. Oh, ich glaube, ich war dumm. Ah nee, auf die Seite können wir hoch. Oh Gott, ich habe gerade gedacht, ich hätte auf der falschen Seite dieses Gitter gebaut. Aber habe ich gar nicht. Das ist gut. Das ist gut. Also wir brauchen auf jeden Fall gleich noch Kristall. Bei mir ist ja Kristall direkt hier vorne. Das könnte bei euch, kommt immer darauf an, welche Karte ihr spielt, das könnte ein bisschen schwieriger bei euch werden. Meistens gibt es immer auf Bergen oder Vulkanen, in Vulkangebieten. Ich habe aber auch auf Ragnarok zum Beispiel in der Wüste oder im Eisgebiet gibt es halt auch Kristall. Da muss man halt immer gucken ein bisschen. Und ja, müsst immer ein bisschen abwägen, wohin ihr müsst und so. Am besten immer erstmal ein bisschen kleiner bauen. Und dann, wenn ihr so einen guten Punkt kennt, wo ihr was herbekommt, einfach da holen gehen. Habe ich denn einen Dino noch unten stehen? Ich glaube nicht. Warte mal.
der hier Kristalle abbauen kann. Nein, der steht hier. Dann kann ich euch das direkt zeigen. Wenn die einen Sattel drauf haben, könnt ihr den mit, also PlayStation-Taste L2-Taste tragen und rumfliegen. Ihr müsst nur aufpassen, die Ausdauer geht dann natürlich schneller nach unten, weil natürlich muss er was schwerer tragen. Den Agitaris würde ich wirklich gucken, kommt auch an, was für ein Level ihr habt, ne? Auf jeden Fall tragen, dass er viel tragen kann, leveln. Ausdauer ist auch nicht verkehrt und Leben. Kämpfen tut man mit ihm ja normalerweise seltener. Deswegen, ihr könnt natürlich auch auf Kampf was leveln, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Ne? Aber das muss jeder für sich selber wissen. Weil mit dem baut man ja eigentlich nicht so viel ab. Eigentlich gar nicht. So. Und dann könnt ihr ganz leicht mit dem hier die Sachen abbauen. Und mit dem Agitaris könnt ihr schön rumfliegen. Und bei den Agitaris ist es auch so, wenn ihr Metall, Kristall, ich weiß nicht, bei was noch, auf jeden Fall Kristall und Metall reintut, ist das zur Hälfte halbiert von der Tragfähigkeit. Der hier kann ja leider nicht so viel tragen. Bei ihm ist das natürlich noch ein bisschen mehr als wie bei den Agitaris. Kann ich euch jetzt auch zeigen, das seht ihr auch jetzt. Hier wird das halt 45 Kristalle würden hier 45 Kilo wiegen. Also ein Kristall, ein Kilo. Bei uns ist das natürlich, glaube ich, was mehr, oder? Oder ist das bei dem das gleich? Ah, nee, ich habe Scheiße erzählt. Ich glaube, das ist nur beim Metall so bei dem. Ich habe da Mist erzählt. Hört nicht auf mich. Also bei Metall ist das auf jeden Fall so. Ich habe gedacht, bei Kristall ist das auch so. Habe ich eigentlich nicht gedacht. Okay, wieder was gelernt. Also bei mir, wie gesagt, hier vorne ist ja dieser eine Spawn. Hier vorne ist auch, glaube ich. Ja, das ist auch Kristall. Und auch Metall direkt, das ist super. Oh. Ja, jetzt hänge ich hier ein bisschen fest. Ich nehme hier nochmal kurz mit hoch. Da müssen wir ein bisschen aufpassen immer. Wenn er so im Boden ist, könnt ihr nicht landen. Das ist halt immer ein Nachteil. So, ich glaube, Feuerstein können wir erstmal wegwerfen. Das brauchen wir nämlich nicht. Und Steine brauchten wir zwar. Ich nehme es mal mit. Dann tun wir es bei den Agitaris wieder rein. Ah, das wiegt auch, glaube ich, weniger, oder? Ne, das wiegt das gleiche. Ich weiß gar nicht, was wir mit denen machen, mit diesen Dingern. Stein wiegt auch, glaube ich, weniger. Okay, Stein wiegt auch weniger. Also Stein könnt ihr auch mit ihm super. Also ich könnte, glaube ich, mit den Agitaris, der ist eigentlich so ein Dino, den man haben muss. Wirklich. Weil ihr damit wirklich die Dinos hin und her fliegen könnt. Der kann super viel tragen. Wenn ihr den wirklich gut Ausdauer levelt, kann der auch wirklich lange am Stück fliegen. Zwar nicht relativ schnell, aber ja, immer noch super. Okay. So viel Kristall brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Aber ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen mit. Ich glaube, auch wenn wir die Laternen auf die Laternen einschlagen, würden wir auch Metall bekommen, glaube ich. Ich meine schon, ich hätte das mal im Video gesehen. Soll ich erstmal ausprobieren? So. Okay, ich will auf jeden Fall noch hier den Metall-Dings mitnehmen. Dann haben wir das auch direkt. Können wir aber ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das mit dem oder mit dem anderen geht. Mit diesem kleineren. Mit dem geht das auch. Ah, okay. Da kriegt man auch Kristalle her. Warte, ich hole den Agitaris was näher. Also, wenn ihr hier auf Extension spielt, wenn ihr gerade keine Quelle zur Verfügung habt, könnt ihr auch bei den Laternen das machen. Die spawnen wohl auch nach. Also, da habt ihr kein Problem. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es eine Stelle, wo ganz viele stehen. Da merkt man sich die Stelle und da kann man da immer sehr gut farmen gehen. Ich muss mal gucken, können wir den vielleicht nicht direkt greifen? Ich weiß nicht, ob die zu schwer sind. Warte mal. Ich habe immer so ein kleines... Ja, wir sind zu schwer. Okay. Das seht ihr jetzt. Wir können uns nicht bewegen. Wir sind zu schwer. Okay. Mal runter machen. Ist aber nicht das Problem. Ich meine, wenn wir das doch bei haben, könnten wir es direkt auch
herstellen, das Zeug. Wenn wir alles dabei haben. Nehme ich immer Kristallkotzen mit, mein Lieber. Ja, super. Können wir das direkt was herstellen? Wir brauchten auf jeden Fall noch Böden. Ich weiß nicht, wie viele. Ich mache erstmal 5, bevor ich da zu viele mache. Sollen wir. Da müssten wir aber eigentlich auch nur Glashauswände nehmen. Das sähe sonst doof aus. Dass man vorne wirklich eine Front aus Gläsern kommt. Metall. Metall haben wir aber oben noch. Das ist nicht das Problem, wenn uns jetzt Metall fehlen sollte. Das könnten wir ganz leicht auch wieder herstellen. So wie immer. Mal. Feuersteine werfe ich mal weg. Die Narkose-Dinger brauchst du auch nicht, mein Lieber. Okay. Seht ihr? Metall ist hier bei ihm leichter. Bei uns wäre das halt 78 Kilo. Bei ihm waren 19 noch was. Ja. 19 noch was. Ist das nicht so schlimm? Okay. Bist du jetzt was leichter? Er ist was leichter, das ist gut. Ich hoffe, wir können jetzt den mit dem tragen. Und ja, das geht. Das geht. Ich glaube, wenn wir jetzt hier hochfliegen, müssten wir eigentlich direkt bei unserer Base ankommen. Glaube ich. Ja, da. Ja, das könnte hinhauen. Ihr seht auch immer hier oben, wo es diese Leiste ist. Oben rechts, wo dann dieses Überladenzeichen und so ist. Ne? Am besten immer gucken, dass ihr nicht den Griff voll habt. Weil dann habt ihr immer wirklich zu viel dabei. Das ist mal ein bisschen blöd. So. Ah, ich hätte aber, glaube ich, die ganze normale Wand mitnehmen können. Wenn wir einmal unten waren, hätte ich die mitnehmen können. Weil wir hatten noch eine normale Wand. Das weiß ich. Wir haben aber auch Metall noch. Das habe ich eben angeworfen. Oder habe ich hier oben in der Kiste? Ich habe die irgendwo hingetan. Ich weiß es nicht mal wo. Könnte auch hier drin sein. Nee. Keine Ahnung, wo sie hingekommen ist. Aber ich finde es dann arg toll, dass man so bauen kann, wie man möchte. Ne? Dass man jetzt keine Probleme hat und so. Ich setze die erstmal die Dinger. Wir wissen, wie viele wir brauchen. Dass man so bauen kann, wie man möchte. Wir hätten alles auf Stroh bauen können. Na klar, man muss aufpassen, ne, wenn du dann in Gebiet bist, wo jetzt, keine Ahnung, ein Gigasporn ist. Sollte man natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Stroh bauen, ne? Aber sonst ist da eigentlich alles, ja, kann man sich das aussuchen, wie man baut. Wie viel brauchen wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Erstmal. Wir wollen ja noch ein Schrägdach bauen, deswegen muss es wahrscheinlich da auch zwei aufeinander sein. Ich kann nur eine herstellen, wieso? Achso, Kristall fällt uns wieder. Okay, das ist aber nicht das Problem. Hast du noch ein bisschen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, hat er nicht. Ist aber nicht das Problem. Ja, das kriegt man auch aus den Laternen. Mit. Dann setzen wir die 5 Wände erstmal. Hoch. Und setzen die drauf. Wir hätten natürlich dann hier jetzt auch aus Holz bauen können. Aber ich finde das irgendwie cooler. Oh. Nein, aufheben schnell. So. So und so. Dann müssen wir hier noch einmal rum. Es könnte sein, dass wir hier... Nee, ich glaube drauf nicht mehr, wenn wir ein Schrägdach machen. Ich weiß es gerade nicht. Obwohl wir könnten vielleicht, das kommt drauf an, hier vielleicht noch eine Etage drauf bauen, ne? Dass das dann hinten flacher ist und vorne hoch. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Ich weiß es nämlich noch nicht ganz. Jetzt erstmal gucken, ob ich genug Sachen habe. Vielleicht können wir noch ein paar Dinger machen. Haben wir noch Holz? Hier oben. Ich hole erstmal das da rein. Das brauche ich nämlich gerade nicht.
Also am besten räumt euch das immer direkt in die Kisten, wo ihr das braucht. Ich hatte es ja eigentlich auch so geplant, aber ich tue es dann immer irgendwann überall rein. Dann ist die Kiste voll, dann ist die voll, dann ist die voll. Das ist einfach nur nervig. Wie viel Stroh habe ich? Das reicht nicht. Stroh hatte ich aber auch noch, das weiß ich. Da. Ist jetzt nicht viel, aber unten ist noch mehr. Weil dann können wir vielleicht noch ein paar Steinböden machen. Wenn wir einmal dabei sind, dann tun wir das Metall gleich direkt in den Schmelzofen. Ja, können wir. Super. Eine. Uns fehlt alles, eigentlich alles außer Stein. Geil. Okay. Okay. Warte mal. Das legen wir jetzt erstmal. Metall kommt hier rein. Metall haben wir auch noch unten, meine ich. Da hätten wir auch noch unten jede Menge. Also das dürfte jetzt kein Problem sein, hier mit Metall zu arbeiten. Wir machen den jetzt erstmal wieder leer. Das tue ich hier rein. Tue alle fertigen Baudinger rein. Also eigentlich müsste man mit Kilometergeld in Ark bekommen, wenn man so viel hier rumläuft. Ich bin gespannt, was wir aus diesen Sachen herstellen können. Das weiß ich nämlich gar nicht. Dann habe ich nämlich auch schon einiges gefunden. Lass hier von diesen grünen. Okay. Das müsste, glaube ich, fast leer. Bist du leer, Magitaris? Nee, aber das ist jetzt nicht so was Schlimmes. Einmal Gewicht. So. Der kann auch noch was tragen. Wir können das unten ja herstellen direkt. Dann gehen wir uns noch ein bisschen Kristall holen. Ja, die kriegen wir an den Laternen. Wir können ja hier die Laternen ein bisschen kaputt hauen. Und dann kriegen wir natürlich auch die anderen Sachen raus. Aufpassen, dass wir den Agitaris nicht schlagen. Okay, irgendwie möchte der manchmal nicht. Ich weiß nicht, ob man genau davor stehen muss oder so. Dreh mich mal. Jetzt aber. Gehen wir da vorne, aber auch noch eine Laterne. Das andere müsste auch eigentlich schon wieder nachgespawnt sein. Jetzt spawnt er hier relativ schnell. Wir brauchen auf jeden Fall noch Wände. Das ist jetzt egal, ob wir das jetzt vorne hoch machen oder nicht. Wir brauchen Wände. Ich gebe dir das schon mal. Können wir es vielleicht direkt... Nein, das will ich gar nicht. Ich will den Sattel nicht verarbeiten. Doch, da ist Struktur. Dann da. Zwei kann er herstellen, das ist schön. Und da vorne. Ich habe doch gerade was im Augenwinkel gesehen gehabt. Ich glaube, in der Stadt kann man wahrscheinlich an so schönen und guten Stellen hier bauen, dass man das gar nicht alleine alles gut hinbekommt. Aber wir kriegen aus diesen Steinen auch dieses Grüne. Ich weiß nicht, was es ist. Was man das braucht. Ist aber nicht schlimm, wenn wir jetzt auch hier Stein mitnehmen. Und ich würde auch sagen, dass wir in der nächsten Folge so ein Biber uns zähmen gehen. Also ich denke mal, ich mache eine andere, also eine Special-Folge daraus, die dann kommt. Und dann haben wir so ein Biber. Hier vorne ist auch nochmal wieder Kristall, ist halt nachgespawnt. Na, Landung.
Dann haben wir wieder ein bisschen. Zwar nicht viel. Aber ich will halt gucken, dass auf jeden Fall das Haus steht, bevor wir ein bisschen die Gegend erkunden. Und dann können wir halt richtig anfangen, Pläne zu machen, was und wie wir machen. Und hier auch mit der Gewächshaus und sowas herzustellen und richtig farmen zu gehen. Dass wir Schränke haben und dies, das und jenes. Gehen wir mal hier vorne hin. Nehmen wir alles mal schön mit. Ah, ich kann mich nicht bewegen. Wieso kannst du dich ja nicht mehr bewegen, mein Lieber? Ach, guck mal. Wieder 244 Kristalle. Ist auch nicht schlimm, wenn wir zu viel davon jetzt herstellen. Das können wir alles fürs Gewächshaus schon mal gebrauchen. Ne? Also, das ist ja jetzt gar keine schlimme Sache. Wir machen auf jeden Fall da auch eine Seite ein Dach. Das weiß ich. Ich mache nochmal 5. Und davon können wir auch schon mal 1 herstellen. Machen wir direkt, würde ich sagen. Und wir machen das hier noch kaputt. Okay, dann hat er das auch schon mal mitgenommen wieder. Und dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir noch Holz und Stroh von hier unten für die Platten und für die Wände noch hier mitmachen. Direkt. Dann haben wir das auch. Boah, das mache ich halt so. Und wir fliegen jetzt erstmal wieder hoch. Das wäre total cool gewesen, hätten wir an so einer Klippe gebaut. Und das dann halt diese an der Klippenseite so ein Fenster. Aus Glas nur. Das können wir immer noch machen. Ich denke mal, wahrscheinlich irgendwann privat weiterspielen dann auch, ne? Und dann werde ich das so heimlich bauen und dann später so, wir haben eine neue Base. Müssen wir mal gucken. Ihr seht, er fliegt jetzt halt langsamer, ne? Weil er einfach überladen ist. Ich hoffe, ich bin jetzt auch wieder richtig geflogen. Ja, da ist unsere... Ach, hier oben habe ich auch gerade eine Laterne gesehen. Also könnten wir eigentlich auch da hinlaufen immer und dann mit dem da kaputt hauen. Wenn ich da so hinkomme. Das sieht schon von Weitem cool aus. Das sieht schon cool aus hier mit dieser Glasfront. Ich finde schon. Ich finde schon. So, dann landen wir bitte. Dann nehmen wir noch die Wände mit. Ja, das eine, das können wir später gut verwenden. Dann gehen wir hier hoch. Mal gerade hier rüberspringen, damit wir hinkommen. So. Ich muss halt gucken, wie wir das Dach machen, weil die Wände brauchen wir auf jeden Fall noch, wenn wir das Schrägdach machen. Das auf jeden Fall. Aber, dass das hier so der Eingangsbereich ist, ne? So aus Glas, wenn man hier so reinkommt. Und ich denke mal, wir ziehen vielleicht hier noch ein paar Wände mit rein. Dass wir hier vielleicht noch Wände dran machen und dann uns dann hier ein kleines Räumchen für das Bett machen. Dann hier Schmelzofen und sowas und was noch, sonst alles. Und oben wird wahrscheinlich dann unser Lager werden. Dass wir hier hochgehen und dann ein Lager haben. Ne? Das könnte man so gesehen ja noch nach hinten ausbauen und dann mit Stelzen nach unten und unten, keine Ahnung, für später. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Irgendwas wird uns einfallen. Aber dass wir hier so ein Lagersystem machen. Wir könnten natürlich sonst noch eine kleine Etage nach oben machen, aber dann wird es wieder zu groß und das ist dann auch blöd. Und ja, ich glaube aber, wir werden was finden. Sieht aber schon schick aus, ne? Wie gesagt, da kommt auf jeden Fall ein Schrägdach drauf. Dass das nicht so ein Block wird. Aber ja, dann würde ich aber auch sagen, machen wir die Folge hier heute, für die Folge heute hier Schluss. Und danke schön, dass ihr wieder dabei wart und dann bis zur nächsten Folge und vergesst das Liken nicht und tschüss.